Hallo und herzlich willkommen zum Tasting Buddies. Ich bin Martin und heute gibt es einen Whisky von der SMWS, der Scotch Malt Whisky Society. Ich habe mir hier ein schönes Doppelpack bestellt, ein Magic Duo. Da weiß man nie, was man bekommt. Und wir fangen einfach mal mit dem ersten hier an. Das ist ein 9-jähriger Whisky. Der ist destilliert am 31. März 2009. Ein First Fill Barrel Ex Bourbon Fass aus der Speyside mit 56,4% Volumenalkohol. Und ja, der ist von der Destillerie 72 und die 74. Abfüllung. Das ist die Milton Duff Distillerie in Speyside. Ist eine von 252 Flaschen. Heißt The Sherry on the Cake. Und kostet 46,50 Pfund. Ja, mittlerweile ist der Preis gestiegen. Dieser Abfüllung gibt es nicht mehr. Kostet jetzt 69 Pfund circa, wenn man es im Internet noch bekommt. Ich bin gespannt. Man sieht keine Farbe durch diese grüne Flasche und diese klassische Form und Etikettierung der Scotch Malt Whisky Society. Kann man da nicht viel erkennen. Dann schauen wir mal, was wir uns hier ins Glas geben. Ich bin sehr gespannt. Also es ist ein recht heller Whisky. Ich würde fast sagen, Richtung Speyside ist das normaler, nicht gefärbter Whisky. So, was haben wir denn hier draufstehen? Sherry Fruitcake set beside Sherry Dark Chocolate in a new oak barrel with fresh notes of peppermint, poached pears and cinnamon buns. Ah, da gibt es bestimmt auch eine Übersetzung zu von Google. Dazu gebe ich ab an Martin. Vielen Dank, Martin. Die Übersetzung werde ich sehr gerne verlesen. Die Nase zeigte Kirschfruchtkuchen mit einer Beilage von Obstcocktail aus der Dose in einem neuen Eichenfass. Würziges Holz, weiches Leder, sanfte florale Noten lieferten Tulpen und Geißblatt. Frische, grasige Grüntöne kamen mit einem Hauch von Pfefferminze und mit der Zugabe von öligen Texturen wurde Spargel in Butter gebraten. Kirschfrucht schimmerte durch den Gaumen mit Kirschjoghurt und Kirschbitterschokolade und wurden von Sultaninen, Scones und pochierten Birnen begleitet. Biscuiti-Charaktere entwickeln sich zu Vanille-Biscuit-Kuchen und wurden mit einem wärmenden Gewürz Zimtschnecken, als wir sanft in das Kokoseis-Finish eintauchten. Zurück zu Martin. Ja, vielen Dank, Martin. Dann wissen wir jetzt auch mehr, was wir hier schmecken müssen. Und ja, das ist immer recht amüsant. Also er riecht schon sehr jung, spritzig. Schlierenfenster ist weit gefächert. Leichte Sherry-Note kann ich tatsächlich rausriechen. Bisschen Florales. Holzig, ledrig. Aber ganz so wie die Beschreibung durch Martin gerade war, das kann ich so nicht alles bestätigen. Wobei dieser Biscuit Buttercake Charakter, der kommt, der entwickelt sich.
die anfängliche Alkoholintensität, die schwindet ein wenig. Also er braucht ein bisschen Zeit zum Atmen. Die wollen wir ihm natürlich auch geben. Ja, cheers. Kirsche, Schokolade, Gebäck, Süße, nicht die Honigsüße, so eine herbe Süße. Dieses Kokosfinish, was Martin eben angesprochen hat, kann man tatsächlich schmecken. Ich gehe aber mal hin und jetzt hier ein bisschen Alkoholgehalt runter. Ah, Weintrauben. Die kommen jetzt gut raus. Wird ein schön weicher Whisky. Trotz der nur 9 Jahre ist er gefällig, hat eine schöne, zarte Fruchtigkeit, erinnert so ein bisschen an so an das 17 Uhr Gebäck, was die Engländer immer so haben neben dem Tee. Ein bisschen Cake. Dieser Spargel in Butter, das kann ich jetzt nicht ganz nachvollziehen. Und Pfefferminze, die habe ich nur auch nicht. Aber sei es drum, es ist ein schöner, junger Whisky, der Spaß macht. Durchaus. Wenn ihr hiervon eine Flasche ergattern könnt, empfehle ich sie euch. Ich vermute, ihr kriegt keine mehr. Aber so ist das nun mal, wenn man Single Cask Abfüllungen hat. Ja, sehr lecker. An dieser Stelle ist dann die Kamera ausgefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr keins der kommenden Videos verpasst. Diese erscheinen im Übrigen jeden Samstag um 14 Uhr. In diesem Sinne, cheers und tschüss.